Was Leute, willkommen zurück zum FM1560 oder Crown in Eisern Union aus Berlin. Was geht ab, Freunde? Bei mir geht's gut. Danke. Hallo. Grauer ist hier und wir sind jetzt direkt im Trainingslager in Holland gegen Feyenoord Rotterdam. Unser erstes Spiel. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal so ein bisschen hier rotieren werden auch. Ich würde mal sagen, ja. Auf jeden Fall muss da was geändert werden. Da können wir auch mal einen Amsif wieder bringen. Kroll braucht da nicht spielen unbedingt. Hier, der Costa. Mal wechseln. Wie geht's euch eigentlich so, Jungs und Mädels? Und, wen habe ich vergessen? Kreilach wechselt ja wahrscheinlich dann, ne? Bisevic haben wir noch. Den können wir auch reinbringen, komm. Gehen wir einfach mal rein. Machen wir. Komm. Machen wir die Sofortberechnung hier. Sind wir jetzt am Start hier gegen Feyenoord Rotterdam, geht raus, spielt Fußball ordentlich, bitte. Vielleicht können wir ja mit einem Sieg nach Hause fahren. Ins Trainingslager. Schön. Chancen sind da, wir sehen es ja. Tor ist noch ausgeblieben bisher. So, also, gute Partie von Elvedi auf einmal, sage ich auf jeden Fall. Den werden wir da mal rausnehmen. Deitch springen wir auch rein. Cipriani. So. Halbzeitansprache. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Dann machen wir es mal so. Und dann gucken wir uns gleich mal an hier auf... So, 70. können wir nochmal wechseln, wenn was besteht. Aber der Rest wird so belassen. Mal gucken. Ja, 1-0, 2-0. Wow, geil. So und Ibisevic, die Torschützen, andersrum besser gesagt. 2-0 Sieg, kurz und knapp, geil. Sehr schön. Elvedi hat mir richtig gut gefallen. Der muss auch was zeigen, weil der muss wieder ein paar Punkte aufholen. Aber naja, bisher ist alles gut. Sehr schön. Vorschlag des Assistenten. Ja. Karadeniz, Aktmasche. Ist begeistert. Kreilach kommt von Berlin. Traurig, aber den Jungen müssen wir in die Hall of Fame aufnehmen, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Bam. So, Schura, Trainingserreich, Kreilach ist weg. Er ist traurig über den Abschied, natürlich. Nehmen wir ins Blickfeld auf. Zimmer, Groß, Buhr, Gerock, alle Trainings erreicht. Vorschlag des Assistenten. Kattner fällt aus, 8 Tage. Angebot für Bricklauer ist abgelehnt. Ach komm, ihr müsst jetzt nicht hier wieder einen auf den Dicken machen. Ich lass dich für das Geld nicht gehen, weil ich dich behalte. So, Ventola ist auf Transferliste. Dann was ganz Heißes, was ich machen muss. Ja, das mache ich jetzt auch. Weil er mich drum gebeten hat. Massimo Basso wird jetzt ein Vertrag kriegen und ich soll versuchen, ihn zu verleihen. 50.000, 3 Jahre, aktuelle Saison. Wir geben ihm mal den für die erste Mannschaft jetzt einfach mal. Und dann soll ich versuchen, ihn zu verleihen. Am besten nach Italien. Hat er sich so gewünscht und dann machen wir das auch. Natürlich habe ich an einen Spieler gedacht. Wir schauen mal, ob das wirklich hinhaut. Süle wechselt zu Bayern München. Also die haben ausgesorgt in der Verteidigung. Das nächste Spiel ist gegen Herrenwehen. Nein, Terry will ich behalten. Genua ist interessiert und Riebler auf Transferliste. Oh ja, der ist jetzt auch nicht das Wahre. Nehmen wir mal hier wieder raus. So. Nochmal hier schauen. Mein jungen Spieler hier. Guck mal, Koric, der kostet ja auch kaum noch was, ne? 7 Millionen nur noch. Taşdemir von Bursaspor. Naja, das ist aber nicht meine Dingsliste. Hier, das ist meine Liste. Ayala, Batz, Wosone, das ist einer, den könnten wir uns mal ranholen, 2021 ist, links, spielt er bei den Orlando Pirates, wir gucken mal, macht er ein Spiel, das ist auch noch einer, der kann in der zweiten Mannschaft spielen, Jungs, wir holen den jetzt mal ran hier, für 825 geht das, ja, komm. Noch mal ein bisschen in die Jugend wieder reinholen. Neil Miller ist verletzt. 2 Wochen. So. Luis haben wir hier noch von Barcelona. Mats Köhlert. Lars Jagge. Wie sieht's aus mit Köhlert? Der spielt in der zweiten Mannschaft. Den könnte man auch verpflichten und dann nochmal ausleihen. Rasmussen ist auch ein Eckspieler von uns.
Zainularu Duciak. Spielt er jetzt überhaupt da? Ne. Also das ist, glaube ich, erst vollzogen worden, jetzt auch im ersten, ne? Super, alles klar, gut. Jalto haben wir hier noch. Den haben sie auch immer noch nicht gescoutet. Dimke. Dimke können wir auch mal rausnehmen. Nuninho. 69 ZM. Verdient auch nur 180.000. Was ist denn mit den Leuten, die hier bald ablösefrei sind? So wie ein Tom Batz. Mhm. Na. Köhlert, Luis, Jalto. Das sind alles Kandidaten. Wir können ja mal schauen hier. Trotzdem mal. Suchkriterien. Einfach mal hier. Da wir das können, machen wir so. Dann hier volle Power. Ab einer Stärke von, sagen wir mal, 71. Weniger als ein Jahr. So. Man sollte schon die realistischen Transfers reinballern. Da haben wir hier Adam Maher, Martin Braithwaite, Fabian Frey, Dost Morales, Mercado, Kabul und De Jong. Ablösefrei auf jeden Fall. Adam Maher. 74. Wir haben ja mittlerweile Sandro Große und Öztunali. Und das ist auch kein schlechter. Also irgendwann muss man da schon ein bisschen wieder reagieren, würde ich sagen. Aber im Moment noch nicht. So, was ist hier? Wo so eine auf Transferliste? Den werden wir uns auf jeden Fall holen, denke ich mal. Dann holen wir mal auf. Na, was sage ich denn? Hier, Dennis Kalense. Wow, Rechtsverteidiger nehmen wir auch mit. Ich verteile gar keine mehr. Im Moment irgendwie. Auch ablehnen. Ablehnen. So. Das machen wir so. So, dann gehen wir weiter. So. Nächstes Spiel gegen Herrenwehen. Mal schauen hier. Gomez mit 8er Form. So, das lassen wir auch so. Höyberg. Können wir nicht mal hier Jungs mitnehmen aus der Jugend mal? Den Kader rufen für eine Woche hier. Den Taurus. Wen holen wir denn noch hoch? Hier Felix Leist. Für eine Woche. So. Mal auf die Bank setzen, die zwei. Machen wir das so, dass... Ja, Ramsi Hartmann, der ist bestimmt beleidigt wegen dem Angebot. Immer mit ihm reden. Dann sieht die Sache schon wieder besser aus. Bjarne Neu, 290.000, nein. Nächstes Spiel gegen Herrenwehen. Mit ein paar Jugendspielern auf der Bank. Gebt euer Bestes. Mal schauen. Oh, wir liegen schon zurück gegen durch Basak Cioglu. Was ist denn da passiert, bitte? 2-0 sogar. Oh, shit. Also das muss hier besser werden. Das war nicht der Matchplan. Wow. 3-0. 3-1. Was ist denn hier los? Ja, da gab es ja mal richtig auf die Fresse. 4-1. 4-2. Wow. Okay. Das ist aber... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Angebot für Liam Terry. 215.000. Ist auch wert. Nein. Hartmann bleibt auch. Basso akzeptiert. Transferstatus können wir jetzt noch nicht machen. Auf jeden Fall ist er jetzt erstmal dabei. Hier haben wir einen 17 Jahre, Stärke 45. Herzlich willkommen. So, den nehme ich auch mit. Komm, ich nehme die jetzt einfach mal mit. Basso erhält Profivertrag. Das hat er sich so gewünscht. So wollte er es. Also machen wir es auch. Nein, Hinterseher gibt es nicht und Terry auch nicht. Angebot für Schnellbacher. Okay, das wirkt sich auch negativ aus. Freunde, ihr bleibt hier bei mir. Verträge.
Auf jeden Fall bleibt das so. Da will ich nichts ändern. So. Nebacher nehmen wir mal raus. Biesewitsch tauschen wir auch mal aus mit Gomez. So, das haben wir so. Ich werde auf jeden Fall die Jungs gleich mal reinwerfen. So, das... Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ist jetzt diese Transferphase, wo viel über den Haufen geworfen wird. Das ist eigentlich ganz normal. Aber ich verkaufe ja keinen, weil ich ein Assi bin in der Sache. 850. Wenn ihr mir den nicht geben wollt, dann halt nicht. Jawohl, Bürogebäude ist auch fertiggestellt. Nächstes Spiel dann gegen Vitesse Arnheim. Da gehen wir auch so rein. Die Sofortberechnung und geht raus, spielt ordentlich Fußball. Vielleicht ja jetzt ein bisschen besser wieder. 1-0 Hinterseher, sehr schön. Ja, dann bringen wir in der zweiten Halbzeit direkt mal den Basso rein. Die Stimmung, die hat auch gelitten, sieht man. 2-0 Hinterseher. Sehr schön. Können wir auch den Leist mal bringen für Da Costa. Sehr schön. 3-0 Öztunali. 4-0 Gomez. Sehr gut, das freut mich doch. Immer. Und der Basso mit einer Note 2, mit einer 48. Geil. Sehr schön gemacht, Massimo. Super. Auch Felix Leist mit einer 1,5. Klasse. Einfach super. So möchte ich das sehen. Dass die Jungs zeigen, was sie können. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. So, neue Erfahrungsstufe für Brooks. Ich würde sagen, wir brechen das hier mal ab. Und werden hier nochmal irgendwie für Stimmung sorgen und mal bei den unfairen Gehältern nachschauen. So, Bühler, Radke, Kist, alle super hier. Neues Angebot für Vosone. Neil Miller auf Transferliste. Wie? Der sieht uns nicht attraktiv. Aha. Deitsch wieder also auf eine 2 jetzt gekommen. Und Manchester ist an Miller interessiert. Ja, der wird auch dahin wechseln. Das ist... würde ich sagen, schon fix. So, Leist mit einer 16er Form. Meunier erstmal hier rein. Ach, ich lasse einen Basso auf der Bank, glaube ich, erstmal noch. So, Hartmann, Schnellbacher. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Wir gucken jetzt erstmal hier bei den Verträgen. Ne, was war das hier? Teamdynamik. Ha, unfaire Gehälter auf 9, das habe ich mir schon gedacht. So. Kroll, der muss auf jeden Fall mehr verdienen. Okay, dann kriegt er so mehr Kohle, auf jeden Fall. Komm. Kommt jetzt auch wieder hier rein. Auf jeden Fall, wenn der nicht genug verdient, ist er beleidigt. Nur noch auf 7. So, dann noch ein bisschen. Noch zweimal und dann, wie sieht es jetzt aus? Und noch auf 6. Also das ist immer noch so eine Kleinigkeit, weil die Jungs auch, ja, was soll ich sagen, wir sind Bundesligist und dann sind es eigentlich schon öfter mal Millionenbeträge, die man eigentlich zahlen müsste. Ist nur noch auf 2, Kroll ist erledigt. Deitsch verdient 1,1 und hier müssen wir auch noch ein bisschen erhöhen. Ja, das ist so, wenn man ein erfahrenes Team so langsam hat. 110. 120. Jetzt haben wir nur noch einen, Dani Da Costa. Was verdienst du? Eine Mille ist auch zu wenig für so einen super Spieler. Also, da müssen wir auch mal ein bisschen hier reinhauen. 100.000. 110 und ich denke mal, das war's, oder? Verbündete sind Meunier und Öztunali. Hat gut trainiert. Frustration. Nur Kleinigkeiten. Er muss nicht rumjammern. Ibisevic möchte ein paar Spiele.
Meunier immer noch die Kommunikation. Das heißt für uns, wir müssen immer noch einen Holländer holen. Ja? Gucken wir mal nach. So. Nationalität. Unter N. Ne, das ist ja auch lustig, nur EU. Niederlande. Adam, Maher und Dost, das müssen wir ein bisschen ändern hier. So. Nee. So. Was haben wir denn da? Hier haben wir noch Kongolo. Da waren wir doch auch mal dran, kann das sein? 76. 7,5 Millionen. Ja gut. Aber wir werden jetzt erstmal den Part an dieser Stelle beenden. Und dann sehen wir uns zum nächsten wieder, wenn es wieder heißt, die Unioner sind dabei, ja? Also bis dann, Jungs. Ciao.